Freunde, es ist fast 0 Uhr. Mit Beweis, auf Handy. Verkehrt herum, aber ihr seht es trotzdem. Wir haben fast 0 Uhr und wir haben eine Map gefunden. Die wird hier vorgestellt, Freunde. Es ist Squid Games. Ja, ich bringe das einfach mal 3 Wochen nach dem Hype. Nicht im Hype, sondern danach, weil ich es kann. Kanal eh schon tot. Deswegen gerne Abo und Like da lassen, Freunde, damit wir vielleicht noch mächtiger werden als vorher. Wir sind immer noch auf dem Weg zu den 180.000 Abonnenten seit 3 Jahren. Und mit dabei heute ist Kikixu. Hallo. Hallo. Freunde, Kirsten spielt mit. Wir haben hier random einfach Fortnite gezockt und dachte mir so random, man. Wir spielen das jetzt eine Runde. Wir machen mal bereit, Freunde. Wie gesagt, immer gerne ein schönes Kommentar schreiben. Ich lese mir alles durch. Nicht jeder kriegt Herzen, weil manche schreiben immer nur das Gleiche rein die ganze Zeit. Let's go. Die Antwort ging jetzt extrem mega überlang, weil das 8 Minuten nicht mal voll kriegen sonst. Das war so ein bisschen Yoda-Sprache, aber ihr wisst schon, was ich meine. Waiting for players. Freunde, wir sind hier, ich glaube, 20 Leute. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Es steht auch nirgendwo. Und wir spielen Climb Up Staircase to Room to Avoid Rising Lava. Okay, wir gehen jetzt diesen komischen Raum nach oben, Freunde, den man immer in der Serie gesehen hat. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr die Serie geguckt habt und ob ihr sie feiert. Das hier ist eigentlich nicht wirklich schwer. Von unten soll anscheinend Lava kommen. Und wir müssen hier den Weg finden. Es laggt aber ein bisschen. Deswegen haben wir hier ein Problem, Freunde. Boah, eklig. Hey, man kann sterben. Die Frage ist, wo so... Ah, hier ist die Treppe. Ja, man kann sterben von der Lava, ja. Das stimmt. Da kommt Lava unten, da darf man nicht reinspringen. Okay, das ist kein Problem, Freunde. Oh, oh. Wir jumpen direkt hier rüber, wegen Big Balls Mods. Easy, gar kein Problem. Jetzt hier auf den, rüber. Und wir sind sogar Erster geworden, Freunde. Mag ich. Aber warum sind hier so viele Leute auf einmal? Oh, ich bin da. Ey, das haben nicht alle mitgespielt, oder? Jetzt auf einmal sind wir 30 Leute oder 40 Leute, Freunde. Ich glaube, das ist irgendwie verbuggt. Wenn wir ins nächste Minigame kommen, dann sind wir noch mehr Leute. Feier ich aber. Okay, Red Light, Green Light, Freunde. Ihr kennt das Ganze. Wir kennen das auch. Wir machen das. Habe ich auch schon öfter auf meinem Kanal gebracht. Ihr wisst, wie das ist. Stop and Go nennen wir das. Hauen wir kurz rein, Freunde. Da sollten wir eigentlich nicht verlieren können, weil nur Idioten verlieren in diesem Spiel. Guck mal, wie viele Leute wir sind. Das ist echt verbuggt. Okay, geil. Feier ich, Freunde. Green Light. Moonlight. Oder nein, Moonlight. Und? Es verbuggt. Ich sag's doch. Oh, doch nicht. Stehen bleiben. 2 Leute gestorben. Aha, ihr Idioten. Ihr seid richtig dumm. 4 Leute. 4 Leute. Noobs. Oh mein Gott. Das war knapp. Ich bin fast gestürbt. Neben dir ist einer gestorben. Nice. Umso weniger Leute, umso besser. Mehr Cash kriege ich, Freunde. Ihr wisst, wie das ganze Ding läuft. Okay. Gar kein Problem. Also hier muss man Reflexe wie eine Schildkröte haben, damit man hier stirbt, Freunde. Oh, tschü. Oh, okay, da habe ich fast Karma kassiert. Green Light. Let's go. Angst? Nein. Ah! Freunde, aber was eine wunderschöne Map von PWR. Wurde auch vorgestellt. Könnt ihr gerne oben den Code sehen, Freunde. Einmal abchecken. Und ich glaube, ich bin wieder Erster geworden, Freunde. Wir werden in jedem Spiel Erster sogar. Wild. Das Ding ist, wir haben gerade privat, ich will euch ja nicht anlügen, wir haben gerade privat schon eine Runde gespielt und ich wollte gucken, ob man damit auf 10 Minuten kommt, weil sonst können wir das nicht aufnehmen. Kommt man. Aber dadurch haben wir natürlich schon so ein bisschen dieses Glasspiel am Schluss entdeckt und wissen ungefähr den Weg. Ich habe es wieder vergessen, weil mein Gehirn einfach wie eine Ratte ist und ist einfach so groß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kenne, glaube ich, die ersten 2, 3 Schritte und die helfen mir wahrscheinlich weiter. Ich bin dann gestorben. Ja, weil du schlecht bist. Honeycombs. Hier bin ich gerade eben gestorben in der ihr wisst schon, wo ich privat gespielt habe, ohne Aufnahme, weil ich es nicht gecheckt habe. Ja, ich wollte diesen Regenschirm haben, aber ich habe den Regenschirm nicht bekommen. Warum? Den Regenschirm wolltest du? Ja, ich wollte den Regenschirm haben, wegen mehr Dings. Freunde, das ist die Ironie. Ich wollte den Regenschirm haben, habe den Kreis bekommen und trotzdem verkackt. Okay. Ich habe einen Stern. Oh mein Gott, was? Ich habe gar nichts. Guck mal ganz unten, da ist ein Timer. Wenn der abläuft, dann hast du verkackt. Ah, okay, Freunde. Das heißt, wir müssen einfach nur schnell sein. Oh mein Gott. Ich hab. Tu es! Ha? Tu es, Kirsten! Komm schon! Ich kann. Ich hab noch nichts bekommen bis jetzt. Was? Ich bin durch. Bist durch? Ich hab nichts bekommen. Vielleicht sag nicht, bei mir ist kaputt. Freunde, ich will nicht alles wieder von vorne anfangen. Aber hier stehen noch mehrere Leute. Und ich höre auch noch Leute rumschießen. Also ist noch nicht vorbei. Okay. Hä? Ich bin der Letzte, der drankommt. Wie traurig ist das? Ich wollte immer Erster fertig sein und werd einfach der Letzte von allen. Und wetten, verkacke ich jetzt auch noch. Okay, und? Ich hab ein Dreieck bekommen. Easy peasy. Okay, wenn ich hier verkacke, Freunde. Ich war der Wildeste. Ja. Ich habe nicht einen Fehler gemacht. Nicht einen. Okay, was kommt jetzt? Nightfight. Oh, Freunde, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen uns irgendwo verschanzen. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, sonst kriegen wir aufs Maul. Oh, shit. Boah. Ich riech schon die,
Einfach alle chillen. Verstecken sich. Einfach alle verstecken sich. Ich glaube, ich will ihn umbringen. In den letzten 5 Sekunden laufe ich zu ihm hin und hau ihn. Oh, ich höre schon Leute schlagen. Einer ist gestorben. Man hat 150 Leben, mit einem Schlag Kill zu können. Ja, ich gehe in den letzten 10 Sekunden, laufe ich schnell hin und hau ihn. Er hat mich nicht gesehen. Nein. Oh, die beulen sich hier. Ey, da will einer zu mir. Verpiss dich. Bitte, komm her. Nein, er ist weg. Ein AP hat noch. Ein AP-Kästen hier unten bei mir. Wer denn? Wo denn? Ah, ich hab's nicht hinbekommen. Freunde, er hat überlebt. Schade. Guck mal ganz kurz, bleib mal stehen. Guck mal nach oben. Guck mal, das ist meins. Ja, gib mal ein bisschen was ab. Nur eins und ein Batzen reicht mir. Wir gehen ins nächste Spiel. Tug of War. Pull on the rope to knock your opponent's off. Okay, also spielen wir jetzt Tauziehen, Freunde. Sind wir in einem Team? Ah, ich muss G drücken. Wahrscheinlich so schnell wie möglich, oder? Ich hau richtig. Ba, 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 ba. Ich hab. Oh mein Gott, wir kassieren. Bitte. Hä, wir sind viel weniger Leute. Wir sind viel weniger Leute, Mann. Hä, wie unfair, Digga. Da drüben waren 20, hier waren 5. Ich wäre in der ersten Sekunde fast runtergefallen. Ich wurde eliminated. Freunde, vielleicht können wir Kirsten zugucken, ja? Okay, wir gucken dir sogar zu. Nice. Marbles, Freunde. Jetzt muss man, glaube ich, raten, ob das eine gerade oder ungerade Zahl ist. Was denn? Welches denn? Du kennst doch die Serie. Ja, aber was ist denn gerade oder ungerade? Odd ist ungerade und even ist gerade. Ja. Du musst auf eine Sache gehen. Links ist ungerade, rechts ist gerade. Das ist nur raten. Du musst 2 Runden gewinnen. Du hast eine Runde richtig. Jetzt musst du noch eine Runde gewinnen. Ich würde einfach nochmal da stehen bleiben, Ich würde da einfach nochmal stehen bleiben. Guck mal, die gehen alle rüber. Okay, 50-50, Freunde. Was ist richtig? Odd or even? Der bleibt ungerade oder gerade? Nein, 1-1 Kisten. Den nächsten, den du verlierst, ist Dot. Oder kriegst du jetzt noch die Punkte, weil du da so auf eklig hingegangen bist? Du lebst noch. Du lebst noch. Okay, jetzt ist 50-50 Chance, ob du überlebst. Was nimmst du? Was nimmst du? Ich meine nicht. Ich nehme Ort. Mein Ort. Okay. Nein! Bist du gestorben? Oder ging das noch? Nicht. Ah, du hast noch eine Runde. Du darfst noch eine Runde verlieren. Wieso darf ich noch? Du musst 2 von 3 gewinnen nur. 2 von 3. Win 2 of 4 rounds. If you lose 3, you will be eliminated. Komm schon. Wir sind alle gestorben. Alle gestorben. Es hat keiner überlebt, oder? Doch, Freunde, wir spielen das ganze Ding jetzt nochmal kurz. Natürlich, ihr seht es nicht. Ich will das unbedingt bis zu der Glasdings schaffen. Let's go. Oh, ich habe einen Stern bekommen. Nein, Freunde. Das nehmen wir mit rein. Wenn ich das schaffe, bin ich der Heftigste. Der ist schwer, der Stern. Hab ihn. Let's go, Freunde. Nicht ein Fehler gemacht. Okay, jetzt gehen wir in die Fight Night rein, Freunde. Das nehmen wir auch mit rein. Okay, Kirsten, wir gehen beide auf diesen Astro-Jack. Ja, Mann. Wir hauen den kaputt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegen. Warte, wo bist du? Ganz oben. Ganz oben. Hinter dir? Ja? Ganz oben. Da, okay. Wie bist du da hingekommen? Musst du ganz viele Betten hoch. Okay, warte, ich probier's. Soll ich runter? Ja. Alles gut, ich komm. Genau. Dahin, genau hier. Okay, wir könnten vom Ding auch hier oben stehen bleiben, da kann uns nichts passieren. Na, guck mal, die chillen da hinten. Ja, ich würde sagen. Oh, kann man hier rauf? Ja. Nein. Man kann da nicht rauf. Ja, okay, ich würde sagen, wir chillen einfach hier und gucken, ob wir jemanden erwischen können. Vielleicht jemand, der in der Ecke ist, dann hauen wir ihn kaputt in den letzten 5 Sekunden. Aber wir sollten es nicht riskieren, weil, Freunde, ich habe gar keinen Bock, jetzt nochmal alles zu machen. Und Tauziehen ist wieder Glückssache, dementsprechend. Okay, es geht los. Keiner hochkommt. Ja, wir bleiben beide so Rücken an Rücken und dann kann nichts passieren eigentlich. Ja, na gut, von der Seite kann keiner kommen. Okay. Guck mal, da hinten ist der Astro-Jack alleine, siehst du den? Ja, der dementsprechend können wir den rushen. Guck mal, die hauen sich. Ganz entspannt. Hinter uns ist einer, der kocht. Siehst du ihn? Ja. Wollen wir? Ich gehe links rüber. Okay, komm. Hau mich nicht, du haust mich. Oh, sorry, okay, komm lieber wieder hoch. Komm hier hoch. Ich hab Angst. Komm hier hoch, alles gut. Aua. Oh, guck mal, da will einer, komm. Ich gehe. Nee, der ist nett. Ist mir egal. Soll wegbleiben. Ich gehe zu der anderen hier. Hä, wo? Alles gut. Astro-Jack! Ich hab Astro-Jack gekillt! Nice! Okay, Freunde, Tauziehen. Eher einfach nur, wer Glück hat, wer am meisten Leute im Team hat. Okay, aber das kriegen wir irgendwie hin, Freunde. Ich rasiere richtig die Tastatur. Ich glaube nicht. Wir sind im Gegnerteam. Komm schon, Bobby! Freunde, ich drücke auch nochmal heftig! Ich hab aus Versehen Windows-Taste gedrückt! Ach, ich hab gar nicht gedrückt die ganze Zeit! Hat dein Team wieder gewonnen? Ja! Ich glaube, ich kann dir jetzt wieder zuschauen. Was hast du gemacht?
Ich habe Windows-Taste gedrückt und dann habe ich unten bei der Suche die ganze Zeit gegeben. Das hat man leider in der Aufnahme nicht gesehen. RIP, Freunde. Ah, wie dumm, Alter. Freunde, hier ist nur Glück. Kirsten hat aber einmal schon Glück gehabt. Dementsprechend kriegt sie es jetzt nochmal hin. Komm. Okay, woher wissen die Leute das? Woher wissen die das? Auf einmal die Masse. Jetzt gehen die alle dahin. Und ja, du gehst auch dahin. Warum? Okay. Ich weiß nicht. Entscheide du, Kirsten. Wenn Kirsten hier verkackt, Freunde, wir werden niemals das Glaslevel sehen. Ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Du hast noch eine Chance, deine letzte. Du musst jetzt 2 Runden hintereinander gewinnen. Jetzt muss Even kommen. Jetzt muss Even kommen. Ich glaube, es kommt wieder Ort. Niemals. Okay, so. Es leben 5, 6, 7 Leute noch, Freunde. Oder manche haben schon gewonnen wahrscheinlich. Es war so klar. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht nochmal das ganze Ding spielen, Freunde. Das hat mich jetzt schon getriggert. Oben ist der Code. Ihr könnt natürlich gerne die Map selber spielen, Freunde. Ich hätte euch gerne das Glaslevel gezeigt, weil da waren wir schon im privaten Modus. Aber naja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Creator Codes, Freunde. Und wir sehen uns morgen. Ciao.